Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek, ich bin Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Ich hatte eine Serie mit 5 Teilen zum Thema Wasserschäden in Mietwohnungen gemacht und während wir die veröffentlichen, kommen schon die Fragen und viele Fragen beziehen sich auf Versicherungen. Dazu hatte ich wenig gesagt. Ich habe ja auch gesagt, ich bin Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht, kein Versicherungsrechtler. Ich will aber trotzdem nochmal, um diese Fragen jetzt quasi so ein bisschen zu versuchen im Schwung zu beantworten, nochmal auf die Versicherung in diesem Video eingehen. Welche Versicherungen gibt es und was zahlen die grundsätzlich jedenfalls? Wir haben im Grunde genommen 3 Versicherungen, die hier in Betracht kommen, je nachdem, was für eine Art Schaden das ist und ob diese Versicherungen abgeschlossen wurden oder nicht. Zunächst mal aus Mietersicht gucke ich immer, habe ich eine Hausratversicherung. Wenn jetzt Unwetterschäden zum Beispiel vorhanden sind oder auch sonstige Wasserschäden, kann das immer sein, dass ich diese Hausratsversicherung erfolgreich in Anspruch nehmen kann. Leitungswasser, Feuer, also bei Feuer ist jetzt auch oft ein Wasserschadensproblem. Ja, wir haben zwar einen Brand, aber dann kommt ja die Feuerwehr in Berlin sehr, sehr schnell, woanders auch, und spritzt das Ganze mit irgendwelchem Zeug voll, was dann durch die Stockwerke sickert. Und zumindest nach meiner Beobachtung haben wir auch bei Feuer viel häufiger Wasserprobleme als jetzt eigentliche Schäden durch Feuer oder Rauch. Ja? Aber jedenfalls Sturm, Feuer, Hagel, Leitungswasser, das ist alles bei einer Hausratsversicherung in der Regel zumindest bei den mir Bekannten abgedeckt. Da muss man in die Versicherungsbedingungen gucken, aber ist wohl drin. Und bei Sturm gilt, ein Sturm haben wir ab Windstärke 8, also Windstärke 7 ist noch kein Sturm. Ja, das muss die Hütte noch so aushalten, sonst kann ich an den Vermieter ran. Ja. Wenn wir jetzt so, Sie können jetzt mal in die Wetter-Apps gucken und gucken, was dann für Wind war und das sofort sichern. Ja. Also ich sag mal so, wenn wir bei einer Windstärke 8 haben, dann kann man immer davon ausgehen, dass da in den Böen, die dann, also diese kurzzeitigen Verstärkungen des Windes in den Böen und Spitzen dann wirklich bei Windstärke 8 werden dann Spitzen von orkanartiger Stärke erreicht. Davon kann man so ein bisschen ausgehen. Das heißt, wenn eine Windstärke 8 angezeigt ist, dann kann ich damit rechnen, dass meine Hausrat hier auch den Sturm, also den Schaden dann als Sturmschaden anerkennt. Wenn ich eine Windstärke von 4 angezeigt habe, dann werde ich wohl einen erhöhten Begründungsaufwand haben, um da so eine, ne, das muss dann ein Gewitter gewesen sein oder wie auch immer. Haben wir jetzt zur Zeit, aber das muss man sich dann, wie gesagt, genau angucken. Auf jeden Fall sichern Sie bitte die Wettermeldungen dieses Tages, auch die Berichte und so. Das, heute haben wir Internet, da müsste man eigentlich das ganz gut darlegen können. Ja? Ansonsten bei allen Schäden erstmal, wenn Sie eine Hausratversicherung haben, der sofort melden als Mieter und Sie werden doch sehr, sehr viele Schäden ersetzt bekommen, Leitungswasser und so weiter. Klar, wenn der Mieter über mir das Wasser laufen lässt oder wenn ein Rohr platzt, ja, für sowas habe ich meine Hausratsversicherung. Immer geht es dabei um die eigenen Gegenstände. Der Vermieter mit seinen Gegenständen, also mit dem Haus und so weiter, ist da erstmal außer Betracht. Alles, was dem Mieter gehört und in die Räume eingebracht ist, das kommt erstmal bei der Hausrat in Betracht. So, dann, wenn wir jetzt tatsächlich sogenannte Elementarschäden haben, was wir jetzt zurzeit oft haben, Wasser oder Sturm, ja, Hagelschlag, dann ist in der normalen Hausratversicherung normalerweise, wenn das nicht eben den Orkan erreicht, was ich eben so sagte, ist das nicht immer drin. Deswegen kann man da gucken, ob es eine Elementarschadenversicherung gibt, möglicherweise als Zusatzversicherung. Das nur mal so als Hintergedanken. Ja. Und ansonsten, wenn das alles nicht der Fall ist, also Hausratsversicherung und Elementarschadenversicherung nicht da ist oder nicht greift, dann muss man letztlich an die
Gebäudeversicherung denken, die bietet dann oder versichert, da versichert ist das Gebäude, soweit es nicht schon nach einer der vorangegangenen Versicherungen irgendwie greift, entweder weil die nicht da ist oder nicht. Und dann muss man immer sehen, der Vermieter hat ja die Kosten für die Gebäudeversicherung schon über die Betriebskostenabrechnung abgerechnet. Die wird ja auch in der Regel, werden diese Prämien ja auch auf den Mieter umgelegt. Ja, so muss man, kann man es also auch, wenn man, der Vermieter ist ja manchmal nicht so amüsiert, aber da muss man dem auch nochmal sagen, Junge, die habe ich auch mitbezahlt, also nimm die gefälligst in Anspruch. Wenn der Vermieter sich da weigert, dann kann man möglicherweise eben auch direkt gegen den Vermieter die Ansprüche geltend machen. Es geht hier aber nicht um das, was ich sozusagen direkt eingebracht habe, also meine Bücher, meine Sachen, so, die, da brauche ich schon die Hausrat. Es geht hier dann vor allen Dingen um die Dinge, die irgendwie mit dem Objekt verbunden sind. Also ich habe einen Laminatboden eingebaut, der ist aufgeweicht, den muss ich rausreißen. Ich habe selber tapeziert, die Tapeten fallen von den Wänden. Solche Dinge müssten dann beim Vermieter geltend gemacht werden und der Vermieter tut ja selbst gut dran, wenn er dann soweit die von der Gebäudeversicherung übernommen werden, die Schäden, wenn er sie dann auch so regelt, weil er sich sonst selber Ansprüchen des Mieters aussetzt. Ob ich auch an meinen übrigen Gegenständen, die jetzt Versicherungen nicht gedeckt sind, ob ich da Ansprüche gegen die Vermieter habe, das hatte ich schon in den Hauptteilen dargelegt. Da kommt es sehr stark drauf an, ob den Vermieter ein Verschulden trifft. Wenn zum Beispiel immer wieder ein Rohr platzt, weil die ganzen Rohre marode sind, der Vermieter nichts macht, kann das der Fall sein. Wenn eine Wohnung leer steht über mir, der Vermieter die nicht beheizt, im Winter die Rohre platzen, dann kann das auch der Fall sein. Wenn der Vermieter ein vorhandenes Dach nicht repariert und immer wieder Wassereinbrüche sind und dadurch Schäden entstehen auch. Aber es gibt auch irgendwo eine Grenze, wenn das jetzt irgendwie von keinem so richtig vorhersehbar war und den Vermieter kein Verschulden trifft und ich keine Hausratsversicherung habe, habe ich unter Umständen ein Problem als Mieter, was meine Schäden an meinem eigenen Inventar betrifft. Ja, das war das Thema Versicherung und ich werde jetzt noch in weiteren Folgen zu der Serie Wasserschäden in Mietwohnungen noch einzelne Fragen, die jetzt sich so angesammelt haben, beantworten. Aber ich bitte zu Spezialfragen zum Thema Versicherung nicht mehr stellen, weil das nicht mein Gebiet ist und ich will auch mich nicht da so weit reinhängen, dass ich nachher anfange, Unsinn zu erzählen. Ja? Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.